Leute, ab sofort ist mein erstes Buch zum GTA-RP überall erhältlich, online und im Handel. Gönnt euch jetzt mit Vollgas durch Los Carros basierend auf meinen GTA-RP-Videos. Hey Leute, Kramix hier, Bastler Paul Berger. Heute gibt es mal wieder ein ganz besonderes Video. Ihr könnt schon sehen, wir sind hier mal wieder bei mir in der Küche. Und zwar gibt es heute rotes gegen blaues Essen, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Letztes Mal gab es hier grün gegen lila, kam sehr krass bei euch an. Und heute wieder mit am Start, Rustig Pupsi. Was geht, was geht, was geht? Ich da wie so rein laufen. Servus Leute, ich bin's, Rustig Pupsi. Leute, heute rotes gegen blaues Essen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Essen sollen wir nächstes Mal testen. Bist du bereit? Den Teller in 3, 2, 1, let's go! Als ob du mir auch eine Müllermilch gekauft hast. Ich hab dir eine Müllermilch geholt. Ich hab. Okay, also ich hab Müllermilch-Erdbeergeschmack und du hast? Ich hab Vanille. Vanille, okay. Ich glaube, Vanille ist irgendwie cooler als Erdbeer. Nee, ich finde Erdbeere cooler. Ja? Vielleicht macht's Mu. Denkst du, das macht Mu? Oh mein Gott, denk mal, wie geht's da aus? Ich hab noch nie Müllermilch getrunken. Hä? Hab ich noch nie getrunken. Kannst du eigentlich ein bisschen schütteln so? Hab ich schon. Ach, sehr gut. Oh mein Gott, das ist lecker. Mhm. Alter, Leute, schmeckt ehrlich gut. Wie kann man noch nie Müllmilch getrunken haben? Ich weiß nicht, ich bin aber auch generell nicht so ein Milchtrinker. Echt? Nein, nein. Ja, aber schmeckt geil. Es schmeckt gut. Erste Runde war geil. Auf jeden Fall okay. Es wird auf jeden Fall noch mehr böse. Keine Sorge. Wir machen weiter. Runde Nummer 2. Let's go. Okay, Freunde. Runde Nummer 2. Wir schauen wieder drunter. Rustig, mach deinen Teller auf in 3, 2, 1. Let's go. Was ist das? Blue Curaçao. Blue Sirup de Moni, Blue Curaçao. Perfekt. Noch nie in meinem Leben gesehen. Blue Curaçao wird für Cocktails verwendet, natürlich ohne Alkohol, Leute. Rustig, probier mal. Ich denke mal, das wird ganz gut. Ich habe was Cooles für dich. 3, 2, 1, let's go. Oh. Ketchup. Ja, aber pur. Okay, der Klassiker pur, Heinz Ketchup. Pur rein damit. Ja gut, also zu essen natürlich sehr nice. Kann man das so viel trinken? Probier einfach mal. Ich weiß, das wird für Cocktails verwendet, damit... Das ist ja Sirup. Ja, das ist wie so... Ich glaube, das ist relativ süß. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Aber am Ende... Zuckerschock. Ich glaube, Ketchup ist... Boah. Schlimmer. Boah, auf ein Stück so... Oh. Ja, nach was schmeckt er? Viel zu süß. Purer Zucker. Man macht, glaube ich, nur ein paar Tropfen rein, deswegen ist da so ein... Also ich habe auch wirklich gar keinen Bock... Pass auf, du tropft gleich. Ketchup pur zu essen, aber Leute, man muss durchziehen. Rein, Platz geht eigentlich. Mach noch mal die Tube und mach noch mal rein. Nee, danke. Komm mal. Leute, wir haben heute schon 3 weitere Videos gedreht mit verrücktem Essen, also unser Magen, also boah. Mir fertig. Geht's nicht so super. Fertig, Leute. Aber das ist lecker, aber es ist halt Sirup. Also bis jetzt beides war okay. Konzentrat. Ist noch okay. Ja, ist okay. Ketchup. Let's go, Leute. Runde Nummer 3. Okay, Freunde, wir kommen zur Runde Nummer 3. Ich würde sagen, ich decke zuerst auf 3, 2, 1, let's go! Guck mal, was ich dir für ein Fest mal vorbereite. Oh, Götterspeise, Rote. Schöne Speise. Ich sag ehrlich, hatten wir, glaube ich, letztes Mal sogar schon die Grüne. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja? Ist okay. Das esse ich doch gerne. Hast du mir auch was Leckeres, Länge? Ich würde mal sagen, das, was du jetzt bekommst, ist nicht so lecker. Aber schau doch mal gerne rein. Nee. Guck mal, das sieht so ekelhaft aus. Oh nein. Was ist das? Oh nein. Gabel-Rollmops. Das ist irgendwie ein Fisch, der da drin rumschwimmt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebendig ist oder so. Der lebt noch, Musik. Zeig das mal bitte, Leute, wie das Wasser aussieht. Sieht man das, Leute? Also, das ist furchtbar. Ich habe jetzt schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Du gönnst mir sowas Leckeres und ich habe... Guck mal, da steht noch, mit Zucker und Süßungsmittel. Ja! Weißt du mal, für was die Aktion war? Weil letztes Mal ich diese komische Leberpastete da essen musste. Ach, Leute. Deswegen, ich werde jetzt mal hier entspannt. Oh, wie das aussieht. Bro, wie das riecht. Oh nein. Boah, Leute, das ist nicht normal. Nein, Bruder, das ist tot. Das ist wirklich... Bro, das ist, sieht aus wie Fake. Jetzt riech mal dran. Das sieht... Bro, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Aber Rustig, du bist Team Blau und deswegen musst du es essen. Wie? Sag mir wie. So? Ja, mach einfach das. Das? Ja, iss einfach. Nimm einfach ganz Gabel im Mund und rein damit. Ist das so eklig? Oh mein Gott. Okay, er spuckt aus. Und Rustig hat letztes Mal nicht mal diesen Fischleber ausgespuckt. Bruder, das ist eklig. Ist das so eklig? Trau dich. Trau dich. Das, Bro, das ist deine Seite. Damit habe ich nichts zu tun. Ich esse mein Ding. Bro, trau dich.
Ich hab da, damit hab ich nichts zu tun. Leute, wir machen weiter. Das ist so wie Runde Nummer 4. Okay, Freunde, Runde Nummer 4. Ich will, dass du die Gabel wäschst. Du kriegst auch eine neue Gabel. Ey, das war so widerlich. Ich spucke nie aus. Das ist wirklich krass. Mir ist das schon das erste Mal, dass du bei diesem Format ausgespuckt hast. Ich glaube, ich habe Fischphobie jetzt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen drunter. 3, 2, 1, Russik, fang du einfach mal an. Let's go. Nein! Ich hoffe, dass deine Fischphobie noch nicht allzu stark ist. Bro, ich sag dir ehrlich, heute bin ich aber auch böse. Zarte Filets, das finde ich aber nicht schlimm. Ja? Okay. Das ist nicht schlimm, das ist absolut nicht schlimm. Das heißt, der andere Fisch war jetzt noch nicht ekelhaft genug, dass du aktuell noch Fisch hast. Bro, also, ich weiß nicht. Egal, ich mach auch auf 3, 2, 1, let's go! Was ist das? Ich wusste auch nicht. Ich sag dir, ich hab keine Ahnung, was das ist. Kimchi. Da sind irgendwelche asiatischen Schriftzeichen drauf und da steht Kim. Was ist Kimchi? Bro, es sieht halt Korean aus. Made aus Korea. Okay. Kimchi aus Korea. Ich weiß nicht, was Kimchi ist. Nein, vergiss nicht. Oh, ey, das sieht doch schon wieder. Bro, das Ding, ich sag, das da ist absolut nichts gegen das. Es tut mir leid, ich hab grad wirklich Mitleid mit dir, Bro. Hier rausgemittelt haben. Guck mal, was für einen fetten Bart sicher. Ja, kein Problem. Okay, Russik, Ehre, Z. Was ist Kimchi? Ich finde das sogar geil. Ja? Okay, krass. Das finde ich richtig geil. Guck mal, Bro, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat schon einen intensiven Geruch. Aber ich glaube, es ist zumindest kein Tier. Aber könnte auch scharf sein. Könnte sehr, sehr scharf sein. Leute, ich probiere es jetzt auch einfach. 3, 2, 1, let's go. Und? Nicht gut? Boah, ist scharf. Ist scharf. Also ich finde es lecker. Ich könnte es auch essen komplett. Kein Problem. Das esse ich auch privat. Das war gefühlt so, als würde ich so eingelegte Zwiebeln essen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine asiatische Zwiebel ist, aber war eklig, aber das war okay. Das war sehr lecker, kein Problem. Der andere Fisch war widerlich. Ist ja gut, Leute. Wir machen weiter. Runde Nummer 5. Okay, meine Freunde, Runde Nummer 5. Russe, ich muss ehrlich sagen, ich war nett jetzt zu dir. Weil die letzten Runden ein bisschen hart waren. Da fange ich an, lass mal sehen. Oh! Blaues Esspapier. Ey, das wollte ich schon immer mal wieder essen. Ich habe das als Kind immer gegessen. Ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Das ist voll Bock. 3, 2, 1, Leute. Keine Ahnung, es ist keine Schafe. Die ist süß. Eine Chili? Ja, eine süße Chili. Ich finde, die sieht echt nicht so scharf aus. Die ist süß, Bruder, ehrlich. Also, for real. Mach einen guten Bissen rein. Ich probier's mal, Leute. For real. Die ist echt gut. Nochmal einer hinterher. Komm, noch einer hinterher. Noch einer geht. Die ist nicht scharf? Oh. So, alles gut? Jetzt kickt die Schärfe. Alles kann besser werden. Jetzt kickt die Schärfe. Ein bisschen Esspapier, guck mal. Bro, auf korrekt nimm auch ein bisschen. Mm. Auf korrekt ist. Wenn du das isst. Ich muss den Fisch essen und du isst den Fisch davon. Okay. Ey Leute, dafür will ich jetzt aber 20.000 Likes sind, dass ich diesen ekligen Fisch esse. Ich mach nicht. Welcher? Also, ich will niemanden fronten, aber wer geht in den Supermarkt und kauft sich sowas? Das sieht doch schon. Bro. Ich kacke ab. Ich kacke ab. Oh! Ey, das Video ist zu viel heute. Das ist zu viel. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht! Du hast ja. Okay, Freunde, wir kommen zur Runde Nummer 6, waren jetzt, glaube ich, gerade. Weißt du was, wir machen jetzt ein bisschen was Entspanntes. Es waren gerade extrem zwei harte Runden für uns. Wir schauen jetzt mal drunter. 3, 2, 1, let's go. Und zwar haben wir hier zweimal Chips, Leute. Ich habe hier so eine... Oh nein, warum habe ich Pepperoni-Chips schon wieder? Warum übertreibst du denn so? Ich habe... mit Pepperoni gefüllt. Okay. Ich sag dir, es ist echt okay. Okay. Blue Cheese. Mmh. Oh, die sind richtig lecker. Jo. Ah ja.
Ey, Rustik, sag mal ehrlich, wie findest du eigentlich meinen neuen Merch? Boah, Paul-Bergy-Merch, ich würde direkt... Paul-Bergy-Merch. Also Leute, das hier ist noch ein Sample. Das heißt, das Richtige wird noch anders sein. Das hier wird noch kleiner, das Logo und so. Okay, Freunde, Runde Nummer 7, oder? Wir sind Runde Nummer 7, glaube ich. Ihr seht es aber... 5-1. Ja, perfekt. Ja. Ihr seht es aber auch immer eingeblendet. Rustik, komm, 3-2-1, let's go. Was ist das? Ja, weil wir gerade die Blue Cheese Chips so gut geschmeckt haben, dachte ich mir, kriegst du jetzt nochmal Blue Cheese. Ja, und ich habe auch Käse, Leute. Roter gegen blauer Käse. Aber du hast Weinkäse. Ich habe bayerischer Weinkäse. Kann man hier die Schale mit essen? Weißt du das? Keine Ahnung, probier's. Ich esse so, ja? Bist du okay? Probier, Bro, probier. Okay. Ich esse die Schale jetzt einfach. Ja. Käse. Schimmelkäse. Schimmelkäse? Also so leckerer Käse mit so einem ekligen Bittergeschmack. Ich glaube, die schlimmsten Runden hatten wir jetzt schon hinter uns. Paprika. Oh mein Gott, okay Leute, es geht weiter, Runde Nummer 8. Okay Freunde, nächste Runde. Ich bin sehr gespannt, was du zu der nächsten Runde sagen wirst, Rustik. Wieso? Weil, ich sag's mal so, weil du so ein guter Freund von mir bist, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Nein, keine Sorge, es ist kein Fisch. Es ist kein Fisch, keine Sorge. 3, 2, 1, let's go, guckt runter. Und zwar ist es Thomas, die Lokomotive. Oh mein Gott, so sollte ich schon immer haben. Pudding, das hat eine Überraschung. Zeig das mal hier den Leuten. Leute, das ist Thomas Lokomotive Pudding Dessert mit Überraschung. Irgendwie so ein Überraschung. Hey Bruder, wenn ich jetzt Thomas die Lokomotive drin habe, dann Ehre. Ja, und ich mach auch mal auf 3, 2, 1, let's go. Weil du mein Marzipanchen bist. Oh nein. Was? Du bist ein Marzipan. Bro, ich hasse Marzipan überhaupt. Echt? Ich finde Marzipan so widerlich. Da ist Pudding drin. Hast du mal... Oder so? Nimm einfach dein Messer oder Gabel oder irgendwas. Da ist einfach Schokopudding. Wow, ich nehme hier so einen Marzipantaler. Schmeckt einfach wie Schokopudding, ne? Was aber die Leute sich einfallen, um an Ü-Ei ranzukommen, ne? Na, schon krass. Ja. Ist okay. Da ist nicht so viel Marzipan, das geht sogar. Also wegen dem würde ich niemals kaufen, aber vielleicht das Spielzeug. Da ist ein krass Spielzeug drin. Du machst das auch? Hilfe. Ich weiß nicht. Ich mache einfach so. Boom! Jetzt kommt es. Nein! Oh mein Gott. Es ist Jeffrey, die Lokomotive. Du hast nicht wie heißt der denn? Keine Ahnung. Jefferson. Jefferson, die Lokomotive hast du. Nein, ey, ich wollte Thomas. Ich war Thomas. Okay, Leute, nächste Runde. Okay, Freunde, wir kommen zur nächsten Runde. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein. 3, 2, 1, let's go. Bro, bei mir im Mund ist so ein komischer Geschmack, ne? Mir geht's. Oh, das Alter, sieht geil aus. Ich hab ein Mountain Dew Code Red. Mountain Dew finde ich sehr cool. Fanta, Berry. Ist ein cooler Softdrink. Was hast du, Fanta? Ich hab das noch nie getrunken, mein ganzes Leben. Ja, wir können ja das normale Mountain Dew reinsippen hier. Boah, das hat ein bisschen hier gespritzt. Ja, hör mal auf zu spritzen, mein Freundchen. Ja. Sowas wird hier nicht gemacht, ne? Ja, schmeckt lecker. Oh. Sehr geil. Lass mal Mountain Dew. Aber ist das normales Mountain Dew oder ist das Red Edition? Das schmeckt, oh Alter, Fanta Berry, übelst wild. Das ist mir ein bisschen zu süß, so um ehrlich zu sein. Ich bin nicht so Kirschtyp. Ich bin auch nicht so der Kirschtyp. Aber das schmeckt geil. Das schmeckt richtig lecker. Also der Gewinner in dem Fall wäre Fanta Berry. Fanta Berry leckerer als Mountain Dew Red. Außer du magst Kirsche, dann nimm Kirsche. Ja, außer ja, wenn du Kirschfan bist, dann nimm Mountain Dew Red. Okay Leute, weiter geht's. Und die nächste Runde, meine Freunde. Rustik, ich würde sagen, wir machen eine ganz schnelle Welle. 3, 2, 1, let's go, aufdecken. Wow, du hast von mir... Ich habe einen Ingwer-Shot bekommen. Leute, Ingwer-Shot trinke ich jeden Morgen, finde ich sehr gut. Ich finde es echt schade von dir. Warum? Nein, Bro, was soll das? Da ist ein Geburtstagskuchen mit 25, aber ich bin noch nicht 25. Nein, das ist von meinem Geburtstag. Ach, das ist von deinem Geburtstag. Guck mal, hier ist mein Gesicht. Das ist dein Geburtstag? Ja. Guck mal, Leute, das hatte meine Freundin gemacht. Zu meinem 25. Geburtstag hier so M&M's und mein Gesicht drauf ist. Das Geschenk, was dir deine Freundin schenkt, schenkst du mir. Das ist krass. Das ist, wir haben davon 200 Stück oder so, deswegen. Boah, Bro, ich esse einfach ein iCrimex. Du bist jetzt ein iCrimex M&M. Cheers, Leute. Ah, ich sehe dein Gesicht mit Brille einfach hier. Der ist einfach mit Brille, Leute. Das ist so kleiner... Boah, das schmeckt so eklig. Alter, schade. Spaß. Sehr ehrlich. Ich bin schon süß. Ich schmeck da wie so ein M&M, ne? Jetzt nochmal deinen Geburtstagskuchen auch mitnehmen. Ja, okay. Geht klar. Schönes Geschenk an mich. Eine kleine Wundertüte. Kannst du mitnehmen. Ich gehe so zur Schule. Weiter geht's. Nächste Runde. Okay, Leute, jetzt kommen wir auch schon zur vorletzten Runde, Leute. Ich würde sagen, wir schauen direkt runter. 3, 2, 1, let's go!
Oh, nice. Oh, ey, ich tu dir hier sowas Gutes. Du kriegst einen Red Bull Zuckerfrei. Ohne Zucker, das wird das schön nicht gedacht, ey. Ich finde auch, das Zuckerfrei schmeckt besser als das Normale. Das Normale ist mir zu süß. Red Bull Zuckerfrei, ja, finde ich, trinke ich sehr gerne. Ich trinke auch sehr oft Red Bull Zuckerfrei, aber das Weiße ist das Beste. Weiße? Ah, weiß. Welche Farbe mögt ihr, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Für mich Tomate, Digga. Danke für nix. Tomato sagt, ist gesund, ist gut für Vitamine. Oh, und aber gibt schon leckeres als Tomatensaft zu trinken. Nein, das ist schon gut, Bruder. Ich glaub mir das. Red Bull gegen Tomaten. Mach auf X. Komm weiter auf X. Und wie? Also an sich, Tomatensaft ist ja jetzt nicht super schlimm. Bestellen ja, glaube ich, auch viele so im Flugzeug und so, aber. Es ist halt jetzt nicht das Getränk meiner Wahl, Leute. Ja, yeah, der Bull ist okay. Ey, Alter, mach nicht so. Okay, meine Freunde, wir kommen jetzt zum großen Finale. Ich bin sehr gespannt. Russik, 3, 2, 1, schau mal drunter. Ich? Ja, okay. Schau du einfach mal drunter. Was ist das? Das ist blaues Fondant. Fondant. Hä? Ich weiß nicht, was das Bro, ist. Kann man das so essen? Ich weiß nicht, was das ist. Aber damit deckt man eine Torte ein. Hier auch voll essen. Du musst es essen. Bro, was macht? Ist egal. Wisst ihr also, was? Ich schau jetzt auch mal drunter. 3, 2, 1, let's go. Ach, ey, Digga. Ein bisschen Senf. Du bist doch, ey, russig, ehrlich. Ein schöne extra scharf, oder? Perfekt für dich. Bro, ich kann das nicht mehr. Okay, man kann das wirklich kneten. Schneid dir mal ein Stück ab und probier es. Muss ja nicht runterschlucken, wenn es dir nicht schmeckt. Ich glaube, es schmeckt trotzdem. Bruder, wenn es auf eine Torte ist. Ist wahrscheinlich einfach nur Zucker so. So ein Zucker. Pur Zucker. Selbst, Leute. Rein damit. Ja, beiß nochmal rein. Na. Komm her, Max. Hey. Max, wo gehst du? Max! Ich werd meinen Mund jetzt ausspülen. Nein, stopp! Freunde! Warte. Daumen hoch. Wir machen damit jetzt einen Daumen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen blauen Daumen. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, welche Farben sollen wir jetzt nächstes testen. Ich bin fertig. Mein Magen kann nicht mehr für heute. Das war's gewesen. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Kramix.